Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, zu House Flippers. Ich habe zu viele City Skylines Folgen eindeutig gemacht, ich will doch City Skylines sagen, egal was ich aufnehme. So, wir haben in der letzten Folge hier diese Männerhöhle ein bisschen gereinigt, ein bisschen gesäubert, die Wände schon vergipst, frisch und da unten ein richtig cooles Zimmer gefunden. Aber heute geht's hier dran, und zwar, dass wir hier eine Wand nach da drüben ziehen. Damit hier ein Schlafzimmer hinkommt, ungefähr bis hier, und das hier ein Bad wird. Bedeutet, wir fangen jetzt erstmal mit Mauern an. So, bedeutet, wir... das ist zu kacke, wir machen es so. Ich habe noch absolut keinen Plan, genau wie wir es machen. Ich mauere jetzt einfach mal nicht ganz durch, aber ich mauere so viel, wie ich kann. Und dann schauen wir mal, vor allem, weil wir die Tür irgendwie reinsetzen müssen. Kann da... Da ist Dreck. Warte mal kurz, ich muss kurz wischen. Wo ist denn jetzt hier der Dreck? Hier irgendwo finden die Dreck. Hä, wo ist hier Dreck? Ach, das ist Dreck, okay. Gut, dann machen wir da draus Schlafzimmer. Dann tun wir hier noch eine Wand reinziehen. Würde ungefähr auf der Höhe die Wand reinziehen jetzt. So. Und einmal kleiner. Wie groß ist eigentlich so nochmal eine scheiß Tür? Okay, die ist 4 breit. Bedeutet, wir brauchen hier einen 4er Eingang. 1, 2. 1, 2, 3. 3. 4. Perfekt. Ich glaube, dass das jetzt nicht so schlau war, aber hier ist ein Fenster. Bedeutet, hier kann ich alles vollbauen. Dann brauche ich jetzt nochmal hier diese halbe Teile. Rein damit. Klein machen. Und dann würde ich da vorne direkt, wenn ich jetzt raus bin, Inemenemu und raus bist du hier. Erste Wand. Zweite Wand. Dritte Wand. Vierte Wand. Und raus mit dem Kram. Batz. So. Dann wieder hier oben einsetzen. Oh, das ist die lange Mauer. Hupsala. So, perfekt. Dann ist das doch schon mal fertig. Nein, jetzt brauchen wir keinen Hammer mehr. Aber wir könnten das Zimmer schon mal anfangen zu malen. Wände. Was nehmen wir denn für ein Schlafzimmer? Stahlgrau, Zatrus, Katrier. Grau-beige. Nehmen wir so einen leicht cremigen Farbton? Nehmen wir das mal. Kaufen viele. Ich glaube, zwei sollten reichen bei meiner. Keine, ja, ich habe doch auch gerade erst angefangen. Ich ziehe doch gerade Mauern, Leute. So schnell bin ich auch nicht. Die wollen instant alles haben. Ich bin nicht Krösus. Oder wie der Typ sich immer genannt hat. Hieß der Krösus? Ich glaube schon, oder? Mach mal die Wand fertig. Machen wir eine Krösus-Wand. So, nochmal ein bisschen Farbe. Diese Fenster sind die nervigsten Erfindungen hier in diesem Spiel, ey. So. Da merkt man es gar nicht, weil das die Farbe fast. Also ganz leicht merkt man es. Und wenn ich näher gehe, habe ich irgendwie eine Schattierung auf der Wand. Du siehst da echt absolut nichts. Ist die Wand jetzt hier überall schon fertig gestrichen? Oha. Ich lade mir ja gerade im Hintergrund die das Spiel DayZ wieder runter. Um es auch mal wieder zu probieren. Ist schon wieder eine Zeit her. Und
Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt probier's mal wieder. Hab einen Server gefunden, der sich ganz interessant anhört. Und vielleicht nehme ich währenddessen alles auf und mache daraus mal wirklich was Längeres, Geschnitteneres. Wäre eine ganz coole Sache eigentlich. Dann können wir eigentlich hier das Bett hin tun, ne? Und dann hier vorne einen Schrank oder so. Oder dort eine Schrankwand. Das hat doch schon was. Dann tun wir euch beide mal verkaufen. Weil das Wohnzimmer hätte ich gerne in einer anderen Farbe. Aber welche? So. Das wird Bad. Genau, Bad, 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 Bad. Bad, 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 Bad. Nicht Möbel. Mein Gott, ich bin echt so blöd. Fußboden, hier. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir Keramik, das ist Teppich. Komm. Es gibt mir zu wenig Fliesen, die Auswahl ist kacke. Ich nehme jetzt mal diese komischen Scarlet-Fliesen. Ich weiß nicht, wie cool die ausschauen. Einfach mal probieren. Ach du. Ja. Das hat doch etwas. Ein bisschen extravagant, aber das ist doch auch nicht schlecht. Wände. So. Wände, Wandfliesen. Dann nehmen wir was relativ Rudimentäres. Nehmen wir die hier. Kaufen viele, da brauchen wir mindestens, ich denke mal, 4 Stück. Ja, du und deine Drecksbilder. Ich fange doch gerade erst an. Wo war denn der scheiß Spachtel jetzt? Jetzt bin ich aggressiv. Zack, erstes Teil. Alter, das ist sehr größer, als ich gedacht habe. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das feiner ist, aber naja. Dann schauen wir uns das halt mal so an. Ganz easy peasy in Geschwindigkeitszügen durchgezogen, das Ganze. Ritz, Batz. Kennt ihr diese Leute, die einem sagen, ich rufe gleich wieder an? Und dann denkst du dir, okay, ich plane jetzt mal nichts an, weil die Person wollte mich ja gleich wieder anrufen. Und 5 Stunden später hat sie immer noch nicht angerufen. Das ist so heutiger Zustand bei mir. Mir wurde gesagt, ja, ich rufe dich gleich wieder an. Und ja, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Wer weiß, vielleicht hat sie wurde diese Person ja auch vom Bären gefressen. Man weiß es ja nie, aber in dem Fall dann nicht mein Problem. So. Machen wir jetzt mal ganz schicki-schmicki. Das finde ich aber auch nicht scheiße, die Fliesen. Also die Fliesen haben auch ihren entsprechenden Flair hier in diesem Zimmer. Ne? Wir haben auf jeden Fall mal gleich wieder die schlimmste Wand geschafft. Ah. Eigentlich müsste ich so einen Vor- und Nachher-Rundgang durch jedes Haus machen, was wir bauen. Mit so... Ja, was ist passiert? Das könnte man auch mal probieren, dass ich wirklich mein Haus wirklich in einen Aufnahmen mache. Und dann halt anstatt so alles die ganze Zeit sozusagen Gameplay-mäßig wie jetzt zu kommentieren, so auf eine Art Video des Gebäudes zu machen. Mit so Schnellschnitten, wie gestrichen wurde und dann wie gefliest wurde. Und dann Vorher-Nachher-Vergleiche. Wo ich mir auch wirklich extrem viel Zeit nehme einfach. Wo ich euch dann sozusagen nicht mit langweile, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Stunden drüber nachdenke, wo ich den Sessel in welche Ecke stelle. Also sozusagen dann im Endvideo. Dann sage ja. Dann einmal so eine Kamera-Rundfahrt durch die Wohnung mache. Wäre bestimmt sehr interessante Sache. Ich muss einmal die Tür schließen. So, dann machen wir mal weiter schnell mit den Fliesen. Sind hier eh fast... Ja, eine Wand fehlt noch, ne? Eine Wand, die fehlt noch. Alter, dieser rote Boden, der macht den ganz schön aggressiv. Aber es hat einen sehr, sehr sanften Übergang zum Holzpanelboden. Scheiße. Oh, ich habe sogar zu wenig Fliesen. Wir kaufen viele. Das finden die ja immer schon nicht so gut, sobald ich hier nur ein bisschen was auf den Boden lege. Keine Bilder. Oh mein Gott!
richtig so. Es gibt kein Platz für meine Bücher. Wir haben das Zimmer erst gemacht. Es gibt keinen Platz für meine Bücher. So, okay, ich würde sagen, wir tun diese Wand ab hier. Also den Rest komplett weiß fürs erste Mal, würde ich vorschlagen. Und von hier bis hier alles verfliesen. Dann den Bereich auch mit Fliesen auslegen. Dann die Küche einbauen. Ja, das wäre so gerade der Plan. Bedeutet, wir brauchen wieder Fliesen. Wandfliesen. Und diesmal hätte ich gerne... Nehmen wir diese braunen, die sind relativ simpel eigentlich. Und ich habe die Vermutung, dass die wieder nicht reichen werden, auch wenn das jetzt eigentlich nicht so viel ist, was ich hier gerade verfliese. Boah, da gibt es ja mehr Muster drin. Das wusste ich auch nicht. Das ist das Problem, man sieht immer nur die Hälfte und denkt sich so, ja, das wird so ausschauen, aber schaut mal, was ich das jetzt, dann gibt es ja mit den Muster. Das ist also wirklich so für so Küchen ausgelegt, weil es so Küchenhöhe ist. Küchen mit der Leiste, Dings der Bumster. Pipapo, wie man es auch nennen will. Jetzt, komm, hopp, mach. Man hört schon im Hintergrund, hier kracht's und bummt's wieder. Habe ich gestern bei meiner Aufnahme auch gemerkt, man hört wieder alles. Ist eventuell nicht immer so ideal, aber naja. Eine Paketfliesen wäre nicht schlecht. Ach nee, deswegen habe ich auch zwei hier stehen. Komisch. Er hat zwei Paketfliesen da stehen, aber es ist keins da auf der Hand. Und dann sagen wir mal, er soll sich ein Paketfliesen kaufen. So, und dann verarschen wir irgendwie immer so die... den Roboter-Gedanken vor, wenn er sagt, so, ja, Paketfliesen kaufen hier jetzt, ne? Das wäre jetzt praktisch, ne? So. Aber die Paketemenge hat doch gereicht, oder wird hoffentlich reichen, ansonsten beiß ich mir in den Arsch. Und das jetzt wortwörtlich. Ich würde nicht mal... Sprachsystem deaktivieren, Fehler entdeckt. Wie man sich selber in den Arsch beißen sollte, dafür muss man ja extrem gelenkig sein oder keine Knochen besitzen. Obwohl ich mir das dann auch nicht so wirklich cool vorstelle, so ohne Knochen. Deine Muskeln können dich zwar noch bewegen, aber es gibt ja keine Gelenke mehr, die dich von A nach B drehen oder so. Du würdest einfach nur so kontrahieren und extrahieren. Oh Gott, die Vorstellung ist wirklich... jetzt brauchen wir wieder das Haus... Fußboden. Wir nehmen einfach diesmal so einen hellen blauen, ganz easy peasy billig Schmarrn. Jetzt leg doch hin, so. Das ist die Küche. Ich hätte jetzt gerne so eine niedrige Wand, die ich hier lang ziehen könnte irgendwie. Oder hier. Aber gibt's ja nicht, ne? Dann tun wir jetzt hier wieder das Haus, Wände und wir nehmen Silbereis. Das hört sich sehr interessant an. Und wir kaufen genau mal genug für die Hütte, hoffe ich mal. Weil verkaufen können wir jederzeit. Die Frage ist eher, kriegen wir das dann wieder her? Ah, das ist so ein dunklerer Ton. Der schaut aber auch sehr, sehr elegant aus. Was ein bisschen dunkler macht es schon sehr angenehm zum Anschauen. Muss ich schon lassen. Also ich finde dieses ein bisschen dunklere, das nimmt so ein bisschen das Helle raus. Ups, das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Naja, fließen wir nachher nochmal drüber. Ist jetzt auch nicht schlimm. Es nimmt halt wirklich so ein bisschen die Helligkeit aus den ganzen... Weiß raus und macht es ein bisschen. Es ist so. Ich würde so ein sehr, sehr, sehr sanftes Weiß nennen. Ist es ja eigentlich nicht, aber. So würde ich das jetzt einfach schnell beschreiben. Weil ich würde es jetzt nicht als unbedingt grau bezeichnen, aber auch noch nicht so wirklich als weiß. Aber man sieht schon, okay, es ist vielleicht doch ein. Grau. Jetzt schaut es schon sehr deutlich nach grau aus. Und vielleicht hätte. Wie weit kommt man bitte schon mit einem Eimer? Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass ich so weit komme.
Nach dem einen Zimmer. Alter, ich bin immer noch bei dem ersten Eimer. Ups. Ich glaube, das war ein Fehlkauf. Die Wand haben wir nie und nimmer fertig gestrichen. Scheint aber so. Alter, werd mal leer. Du kannst mir jetzt nie erzählen, dass ich mit diesem einen Eimer das ganze Zimmer streich. Oder fast das ganze Zimmer. Ich habe ja schon aus Versehen einen anderen Eimer auch benutzt. Alter, nein. Uncool. Wie soll ich denn dann die anderen Farbeimer erklären? Das wäre jetzt so ganz mies. Und das Miese ist, wird wirklich passieren, ne? Scheiße. Alter! Das gibt's nicht! Lustig, irgendwie schaut die Wände schon komplett unterschiedlich gefärbt aus. Je nachdem, wie das Licht einfällt, schaut es. Das ist. What? Okay, ich kann jetzt erstmal den Farbeimer wieder verkaufen, den Farbeimer verkaufen, den Farbeimer. Ich habe echt eigentlich nur einen verbraucht. Okay. Haben wir hier Couch und Fernseher hin, würde ich sagen, oder? Und mein Google erkennt gerade wieder, dass ich rede und sagt so, er redet mit mir. Gut, bedeutet, ich würde sagen, wir tun erstmal die Küche. Küche, 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 Küche. Gibt es doch eh diese Fertigbauteile, oder? Kann ich da nicht eins so benutzen, dass das sozusagen mit der Tür abschließt? Nehmen wir mal zum Beispiel hier. Jetzt haben wir hier einen. Ja, schwarz-weiß finde ich super. Die Spüle machen wir. Finde ich nicht schlecht. Also kannst du hier zum Beispiel Getränke aufstellen, hier direkt abspülen. Dann tun wir jetzt dort einen Herd hin. Aber Leute, den Herd suchen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!